Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir machen hier das wunderschöne Big Farm Projekt auf der Neubartelshagen. Besonderheit, kleines Jubiläum, die 50. Folge haben wir erreicht und eine Erkenntnis des Tages nehmen wir auch mit. Nämlich, so schön auch dieser John Deere CP690 ist, ich würde sagen, lasst lieber die Finger davon, wenn ihr Aufträge damit machen sollt. Also kaufen und selber Baumwolle machen ist okay, aber das Thema mit dem Entladen, mit dem halbvollen Ernter ist ein Problem und ich musste, um darauf ein bisschen zurückzukommen, wo wir jetzt eigentlich stehen, zusätzliche Aufträge machen. Und zwar hier Feld Nummer 5 und ihr wisst, wie groß Feld Nummer 5 ist. Ich habe da jetzt einige Stunden investiert, dass wir da jetzt ans Ende kommen und Feld Nummer 11. Und ich habe mir lange Sorgen gemacht, denn ihr seht es, wir sind zwar jetzt bei 93%, 99%, aber ob das dann auch wirklich alles so klappt, ich habe mir da etwas Sorgen gemacht. Aber wir werden uns das gleich anschauen, ob es denn ausgeht und wir die Aufträge wirklich beenden können, alle drei, und somit die Kohle einfahren. Denn ich möchte euch Folgendes zeigen und zwar hier den Ernter. Wir schauen mal ganz rechts unten, wo die Werte stehen. Und ihr wisst ja, es ist ja so, dass der Ernter im Gegensatz zu dem Case praktisch vorne eine erste Kammer hat und dann eben hinten die Presskammer. Und es ist so, dass er immer bei 2500, also eben wenn oben der Balken bei 100% ist, dann sind das 2500 Liter, dann schiebt er das rüber in die Presskammer. Wenn er aber fährt, und das ist ja jetzt eigentlich der Vorteil von diesem Gerät, weil er muss nicht anhalten, er fährt und fährt und fährt und kann dann praktisch immer weiter ernten, dann tut er eben dieses Material, das eben gleichzeitig dann übertragen wird in die Presskammer, aber er auch erntet mit in die Presskammer. Deswegen hat man immer ein bisschen das Problem, dass man am Ende, wenn man Ballen fertig hat, denn 4 mal 2500 Liter ergeben dann 10.000 und dann presst er, oder dann ist die Presse zu Ende und dann legt er den Ballen ab. Und dann haben wir eben den Fall, so wie hier, wenn man auch dann zum Beispiel nicht aufpasste mit dem Stoppen, dass wir dann eben in der Vorkammer noch Material haben, in dem Fall 1388 Liter. Und ihr seht es, viel ist hier nicht mehr auf dem Feld übrig. Also mit dem hier kriege ich keinen kompletten Ballen mehr hin. Deswegen habe ich den zur Seite gestellt. Und jetzt zeige ich euch, was ich da genau meine. Also ihr seht es jetzt rechts unten, 2383 Liter. Und ich fahre, natürlich erstmal anschmeißen. So, und ich fahre jetzt die Maschine los. Und ihr seht auch, dass schon in der Presskammer 5109 Liter sind. Und das dürfte theoretisch eigentlich nicht sein, weil wir immer bei 2500 überladen. Aber er schiebt eben dann noch Material mit rüber. Und das ist dann eben das Problem, dass dann irgendwann halt eben die Verhältnisse nicht mehr stimmen. So, wir sind jetzt bei 98% und irgendwann jetzt gleich fängt er an, das Material rüber zu schieben. So, 86. Jetzt fängt er an, das rüber zu schieben. Ne? Und deswegen sind wir jetzt nicht bei 7598 beziehungsweise 7500, sondern bei 7598. Und jetzt können wir den natürlich weiterfahren lassen. Aber wie gesagt, das Problem wird dann eben sein, wir werden hier hoffentlich noch einen Ballen, denke ich, herauskriegen. So. Wir lassen jetzt auch wieder den Helfer fahren. Und wenn der natürlich fährt, dann schiebt er immer fleißig mit rüber. Wie gesagt, das ist vom Prinzip her nicht verkehrt, wenn es eure Maschine ist und ihr immer wieder regelmäßig Baumwolle macht, und dann spielt es auch keine Rolle, wenn das Material noch in dem Gerät drin ist. Aber ihr könnt es eben dann auch nicht mehr zuklappen, um dann zum Beispiel mit dem Helfer zu einem anderen Feld zu fahren, weil dann motzt er nämlich und mosert, dass die Maschine zugeklappt werden muss für den Helfer. Also das geht dann eben auch nicht. Und wie gesagt, bei den Aufträgen habt ihr dann immer einen Rest in der Maschine, der euch dann eventuell fehlt. Und deswegen hat man nämlich bei dem ersten Auftrag auch nur 99% oder 98% und sind einfach nicht fertig geworden. Was natürlich auch unter Umständen daran liegen kann, das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Bodenwerte und die Ertragswerte von solch einem Feld, das in einem Auftrag ist, eben vielleicht nicht gut ist, und dann könnte es vielleicht auch knapp werden. Also wie gesagt, bei einer normalen Ernte, wo ihr alles abtanken könnt, da reicht es in der Regel immer. Aber hier mit dieser speziellen Konstellation, tue ich mich ein bisschen schwer. Den Case, den kann man halt eben unterwegs dann entladen, auch mit einem halbfertigen Ballen.
Aber korrigiert mich gerne, schreibt es in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. Oder schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr dieselbe Erfahrung gemacht habt, dass ihr immer da einen, ich sage mal, doch erheblichen Rest in der Maschine habt. So, wir springen jetzt mal zu dem Kollegen, da habe ich nämlich sozusagen schon ein bisschen was vorbereitet. Und ihr seht es auch oben, da liegen bereits einige Ballen, denn ich hatte auch so ein bisschen den Verdacht, so will ich es mal formulieren, als ich die dann dahin gefahren habe zur Spinnerei, ich glaube, es ist die Spinnerei, dass halt auch immer das Thema war, so mit den Prozenten, das kam mir irgendwie nicht schlüssig vor. Und vor allen Dingen hat er dann angefangen, von einem anderen Feld eben auf einen anderen Auftrag die Ballen zu verrechnen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich lege jetzt mal die Ballen von Hand vorher ab, nehme meinen Teleskoplader und tue die Ballen einzeln reinschieben, ob sich das in irgendeiner Form dann bemerkbar macht oder sich anders darstellt. Aber nein, weit gefehlt, das hat er nichts gebracht. Jetzt werden wir hier mal anfangen, diese Ballen hier noch abzuladen und dann mit dem Teleskoplader einen Ball nach dem anderen reinzuschieben, um zu sehen, was passiert. Aber ich bin jetzt dann doch, ich sage mal, guter Dinge. So, den können wir dann hier lassen. Wir haben ja noch den Volvo auf dem Feld. Ich denke, ein Ballen kommt noch raus. Jo, dann stellen wir den hier mal zur Seite. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, hier mit den Aufträgen und den Ballen. Also ihr seht es, wir sind bei 99%, wir sind bei 93%. Also ich hoffe doch jetzt wirklich, dass wir das Ganze hier abschließen können. Ich habe hier also 4-5 Stunden investiert und natürlich auch jede Menge Lohnarbeit. Und ich hoffe, dass wir dann am Schluss dann doch ordentlich ein bisschen Geld übrig haben. Also über 100.000 will ich definitiv kommen. Und dann können wir nämlich anschließend auch mal anfangen, denn es ist mittlerweile ja auch unsere Silage, unsere Bunker sind soweit fertig, die Ballen sind soweit fertig. Dann können wir jetzt auch endlich mal wieder Silage in unsere BGA werfen. Und was unsere 350.000 Liter angehen, die natürlich in dem Keilbunker sind, in dem Keilsilo meine ich, da müssen wir mal gucken, wie wir da arbeiten. Da würde ich eventuell... So, jetzt sagt er 73% für Feld 11 transportiert. Wieso denn das jetzt? Okay, Feld 11. Okay, jetzt verrechnet er komischerweise die Baumwolle mit dem Feld 11. Vorher hat sie die ganze Zeit mit dem Feld 5 verrechnet. So, wenn es am Schluss wieder so ausgeht, dass überall, weil, ne, es sind ja volle Ballen, also ich kann die ja nicht aufteilen. Wenn es am Schluss dann so aufgeht, dass wir wieder keinen Auftrag fertig bekommen. So, den packt er auch wieder auf Feld 11. Ja, jetzt habe ich dann doch irgendwo... Eieieiei. Weil das sind immer nur ein paar Prozent, wo pro Ballen dann rumkommt. So, aber um auf die Silage zurückzukommen, ich bin dann echt am Überlegen. Oh, Gott sei Dank. Er sagt, Feld 11 ist abgeschlossen. Gott sei Dank. So, vielleicht wieder mit einem Fördersystem zu arbeiten. 350.000 Liter Silage aus dem Bunker, aus dem Silo. Ja, da müssen wir lange, lange schaufeln. Wenn wir einen Lader nehmen mit einer 5000 Liter Schaufel, dann haben wir da gut zu tun. Ich bin echt immer überlegen, ob wir uns wie früher... Oh, oh. Freunde, ich bin ja so glücklich. Ich bin so glücklich, dass wir das jetzt dann doch gewuppt haben. Okay, da kriegen wir jetzt dann doch noch ein bisschen was zusammen. Obwohl, wartet mal, wie ist denn das überhaupt mit... Sollen wir die liegen lassen? Wann ist denn für Baumwolle, war das weiter oben, für Baumwolle die beste Zeit? Ah ja, im Oktober, im Februar 1367. Und im Moment kriegen wir 1200, ja okay, Spinnerei 1336. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder soll man das ganze Ding wirklich... Ach, wir machen fertig. Weil wir haben auch den Umweltbonus von 15%. Und was weg ist, ist weg. So, was kriegen wir? 13.000. Ja, also, das macht doch was aus. 15.500 knapp. So, und die Aufträge haben wir noch gar nicht abgeschlossen, ne? Also, dann kommt ja doch was bei rum, glücklicherweise, aber eben nur, weil wir auch alle drei Aufträge gemacht haben und dadurch das ganze Material ein bisschen verteilen konnten.
Wie gesagt, mit dem ersten Auftrag hatten wir kein Glück, da hat uns ein bisschen was gefehlt. Aber wie gesagt, das liegt ein bisschen an diesem John Deere, so schön er eben auch ist. Er macht halt ein bisschen Probleme, was das Entladen angeht. Ist halt einfach der Vorteil, den er hat mit seiner Kammertechnologie, gereicht ihm dann zum Nachteil bei den Aufträgen. So muss man es einfach sagen. Da tut man sich dann mit dem Case etwas leichter. So, ich schau mal, ob wir den Kollegen hier einfach, weil das andere müsste ja jetzt fertig sein, dass wir den hier jetzt einfach mal hier zum Hof schicken. Das macht er. Er hat hinten mittlerweile noch einen Ballen drauf, genau. Aber wir werden hier keinen Ballen mehr rauskriegen. Nee, das ist eben genau das Thema. Da kriegen wir keinen Ballen mehr raus. Das heißt, wir können das eigentlich jetzt hier beenden. Das bringt ja gar nichts mehr, das Material hier rauszunehmen. So, dann laden wir den hier ab. Ja, Benzin haben wir auch gut verbraucht, Diesel hier für das Gerät. Der andere ist auch gerade so noch bei 10%. So, dann schnappen wir uns hier den Volvo und dann machen wir die letzte Fahrt in diesem Auftrag. Und dann haben wir dann doch wieder einiges geschafft und unterm Strich am Schluss, ja, unterm Strich, denke ich, haben wir gut doch verdient mit diesen Aufträgen und kommen dann auch so langsam ins Jahresende. Und jetzt bringen wir eben die BGA nochmal richtig schön zum Laufen, damit auch da nochmal Kohle reinkommt. So. Okay, Transportstellung. Packt er das Ding hoch, genau. So, auf der anderen Seite darf ich jetzt wieder mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe ja gestartet mit der Galgenberg 2.0 Classic, mit dem Projekt hier bei uns, Livestream-Projekt, immer dienstags und freitags will ich das Ganze hier bei mir bringen. Live ab 20.30 Uhr spielen wir für 2 bis 2,5 Stunden die Galgenberg 2.0 vom Yogi. Eine super Map, muss man einfach so sagen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Freue mich schon wieder dann auf den Livestream. Und schön wäre, wenn ihr natürlich da mit dabei wärt. Ist eine ganz, ganz tolle Map. Mit einem interessanten Bauernhof, mit dem interessanten Landhof, mit einigen Features, die er da hier eingebaut hat, der Yogi mit seinem Team, mit allen, die an dieser Map hier mitgemacht haben und teilgenommen haben, ihn dabei unterstützt haben. Und er selber spielte ja auch in einem Projekt, in einem Selbstversuch sozusagen realistisch. Also ist immer sehr interessant eben zuzusehen, wie er da über seine Map fährt und natürlich dann immer wieder auch ein bisschen was dazu erzählt und wie und was und warum, wo was ist und so. Also eine feine Sache, die Galgenberg, habe ich Geiselberg gesagt, Galgenberg 2.0 natürlich bei uns im Classic-Projekt. Wenn ihr da Lust habt, dienstags und freitags 20.30 Uhr im Livestream bei mir auf dem Kanal. Und an der Stelle möchte ich auch mich gleich mal entschuldigen, dass beim letzten Livestream, ja, da habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Bin dann noch nicht ganz so sattelfest, was diese Streams angeht, aber wie es immer so schön heißt, Übung macht den Meister. Und deswegen war nur, glaube ich, die erste Viertelstunde wirklich auch der Stream, also der Link sichtbar. Der Zugang zum Stream und dann habe ich aus Versehen das Ganze dann auf privat gestellt und ja, sorry, und dann waren nur noch die, die halt wirklich schon drin waren, konnten das sehen. Aber ich habe das Ganze ja dann auch hochgeladen, seit Samstag früh könnt ihr das Ganze euch dann nochmal anschauen. 2,5 Stunden, die Galgenberg 2.0 im Livestream bei mir. Der Beginn sozusagen. Wir haben auch schon die ersten Tiere am Start, die Kühe und die Hühner, und haben auch schon fast alles aufgefüllt, sodass also hier die Tierchen es sich, dass es denen gut geht, dass sie sich wohlfühlen und dass die produzieren können. Denn die Kühe, und das ist das Schöne, da für die Kühe, für die Milch, haben wir eine Produktion direkt am Hof, nämlich eine Milch, beziehungsweise Quatsch, eine Butter- und Käseproduktion, die uns da schon gehört. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann die anwerfen können mit der ersten Milch unserer Kühe. So, da sind wir jetzt mit unserem Volvo angekommen. Und
Und dann werden wir den letzten Ballen abliefern. Dann gibt es das auch nochmal 15.000. Sehr schön. Und dann werden wir die Aufträge abschließen. Und auch da nochmal, denke ich, um die 60, 65, denke ich, abzüglich eben der Leihkosten dann nochmal einfahren. Hoffe ich doch. Also ich will auf jeden Fall über die 150 jetzt kommen, weil ich hatte total natürlich vergessen, dass wir für die Ballen, beziehungsweise ich hatte ja Zweifel, ob wir überhaupt diese Aufträge abschließen. Aber jetzt haben wir dann doch ein paar Ballen noch verkaufen können. Sehr schön. Okay. Wir schauen uns nochmal den Volvo ein letztes Mal an. Den Volvo BM hier. 2654. Sehr schön. Zack. Jo, und jetzt werden wir die Aufträge abschließen. Okay, also Feld Nummer 5. 41.000 abschließen. Feld Nummer 11, 13.000. Da haben wir keine Maschine ausleihen müssen. Dann sind wir also bei 41, bei 54. Und dann haben wir hier nochmal 58, also knapp 60.000, die 12. Und puh, da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. 161.000, das kann sich sehen lassen. Und das werden wir jetzt gleich reinvestieren. So, hier sind keine Maschinen schon mehr. Wir gehen auf den Hof. Teleskoplader ist da, sehr schön. Und hier haben wir unser Silo. Und das können wir jetzt schon mal aufdecken. Da 349.000, also 350.000 roundabout. Okay. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Material reinkriegen. Und schauen wir mal ganz kurz. Nee, da ist interessanterweise nichts. Hier den Krone Profiliner, den werden wir hoffentlich später mal gebrauchen, um unsere Materialien zu den Produktionen und von den Produktionen wegzubringen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier, wo waren denn, weil ich denke, mit den Förderbändern werden wir das am besten gewuppt kriegen. Also früher war das immer so, dann braucht man nämlich hier dieses Förderband für die Aufnahme von der Erde und dann denke ich dieses, so war das, gell? Das andere sind Förderbänder für den Speicher, also sprich für Silos, Getreide und so weiter und so fort. Das ist für die Kartoffelgeschichte, wenn ich richtig weiß. Also wenn ich richtig weiß, brauchen wir hier dieses vom Boden aufnehmen und dann brauchen wir eigentlich den hier, oder? Das hier ist immer so ein, dient als Zwischensegment, so war das. Und das bringt es in den Kipper. Okay, also das werden wir so tun. Dann werden wir das Ganze kaufen, weil wir werden das ja nicht kontinuierlich oder nicht mieten, sondern also nicht auf einmal alles abarbeiten, sondern wir werden natürlich kontinuierlich hier das Material ins Silo bringen. So, also die beiden Konstellationen brauchen wir und jetzt brauchen wir natürlich Augenblick. Nehmen wir den Messi. So, wir nehmen den Case. Und dann werden wir das Ganze hier ranholen. So, November 16 Uhr und ihr seht es schon, die Sonne steht tief. Ja, es geht schon auf den Winter zu. Die Bäume haben kaum noch Blätter. Allzu viel gibt es jetzt auch nicht mehr zu tun. Außer eben jetzt die BGA zum Laufen zu bringen, damit wir es im Winter schön warm haben. Okay. Das habe ich schon lange, lange nicht mehr gemacht mit den Förderbändern. Ich glaube, das wird alles auch ein bisschen, ja, auch vergessen. Also was haben wir früher als von den BGAs oder von den Silos Förderbandschlangen gebaut, um das Ganze eben dann zum Laufen zu bringen? So, jetzt muss ich überlegen. Wir müssen das im Prinzip so hinstellen. So. Stopp. So. Dann fahren wir mal hier rechts raus. Ah. Doch, das geht so. So, dann müssen wir, glaube ich, hier einsteigen. Und dann... Ach, da muss man jetzt auch einen Motor starten. So, dann würde ich doch sagen, packen wir das einfach hier rechts hin. War das denn auch irgendwie aufklappen? Ja. Okay. Wobei es fast besser wäre, wenn es ein bisschen mehr mittig wäre, ne? So, die Sache mit den Förderbändern. Wie gesagt, habe ich auch schon lange, lange nicht mehr gemacht.
Das muss man dann auch irgendwie einschalten. Dann das zweite Segment, um eben dann wirklich dann auf den Kipper überladen zu können. Weil dann geht es nämlich einigermaßen zügig. Ist es jetzt auf der anderen Seite? Ne, wo ist denn jetzt hier der Anhänger? Wo ist denn die Kupplung? Ah ja. Gut. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Heck schwenkt aus. Ach ja, da habe ich nämlich auch so eine Geschichte. Aber das ist eine Privatsache. So. Mit ausschwenkenden Hecks. So, jetzt muss ich überlegen, wir müssen das Gerät so ranstellen. Im Prinzip. Und dann kann man das doch irgendwie kuppeln. War das nicht irgendwie so? So. Auch hier müssen wir einsteigen. Muss man das Ding auch anlassen? Okay. Ja, jetzt kann man das ankuppeln. So war das. Okay, jetzt müssen wir das ein bisschen hoch machen. Aber ich glaube, wir müssen es nicht rausfahren. Das reicht so. Okay. Förderband aufklappen. Anschalten. Kommt da schon was? Ja, da kommt doch schon was. Ja, ja, das fördert schon hoch. Okay, sehr gut. So, dann bringen wir mal ihn hier wieder aus dem Weg. Und dann nehmen wir den Kollegen. Ja, ja, es wäre natürlich wieder spannend. Wir würden jetzt hier den XXL nehmen, aber das tun wir jetzt mal nicht. Augenblick, ich glaube, unseren normalen Kipper haben wir da drin. Jo, sehr schön. Und dann können wir nämlich auch anfangen, ein paar Ballen mit reinzuwerfen. Jetzt merke ich gerade, wäre vielleicht clever, wenn wir das Güllefass wegstellen. So, und dann müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt mal über die Wintermonate mal hier richtig Kohle machen. Weil es gibt noch viel zu tun hier auf dem Hof. Es gibt noch viel zu bauen, zu machen. Ups. Wir sind ja noch lange, lange nicht fertig hier. Und früher oder später wollen wir natürlich auch weitere Felder kaufen. So. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt, so wie ich mir das gedacht habe, so wie es eigentlich auch klappen sollte oder so wie es ja auch in der Vergangenheit bis jetzt immer geklappt hat. Die Förderbänder, ja, das waren auch mal so witzige Dinge. Zum Beispiel auch den Mist, ne? Jetzt gibt es ja Mistplatten, wo man automatisch überladen kann, aber früher war das ja nicht der Fall. Da haben wir oft mit den Förderbändern arbeiten müssen. So, da müsste das jetzt hier hoffentlich abkippen. Na also, sehr gut. Naja, ich sehe jetzt aber gerade, also schnell ist anders, ne? Und die Frage ist natürlich, wie lange, ne? Also sprich, wie viel nimmt der da hinten auf? Wie groß ist da der Trigger? Aber noch geht's. Wir schnappen uns jetzt mal den Kollegen hier, den Liebherr. Dann schauen wir mal, wie weit unsere Ballen sind. Aber die sollten eigentlich auch schon so weit sein, dass wir hier einige rausholen können. Ja, ah, Rundballensilage. Genau, hier zeigt das uns an. Rundballensilage. Dann nehmen wir doch gleich mal 6 Stück. So, dann machen wir die Folie weg. Wie sie es gehört. So, komm. Und
Bin mal gespannt, packt er das? Das sind 7, 14 Tonnen, ne? Ja, stopp, das sind ja 3, 5 pro Ball, nicht 7000, oder? Augenblick mal. Ja, ja, das sind pro Ballen 3500. Da müssten das eigentlich 14 sein, ne? So, hier steht auch noch Material im Weg rum. Naja, alles ein bisschen wild, alles noch ein bisschen ungeordnet. Es gibt noch nicht für alles einen Platz. So, nicht zwischen... Oh, da haben wir die Kurve ein bisschen verpasst. Ach, jetzt fällt mir gerade ein. Stopp mal. Haben wir denn von der anderen Produktion hier... Da machen wir automatisch verteilen, gell? Das schalten wir jetzt mal aus. Behalten. Weil deswegen ist der hier nämlich auch voll. Ach so, wir haben den noch gar nicht angeschmissen. Ach du Schande. Sträflich, verwerflich. Okay. Jetzt legt er los. Das heißt, wir können jetzt hier das Material oben einwerfen. Gut. Und jetzt werden wir ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen. Ja, mach mal 10 Minuten. Es steht ja nichts mehr an. Ja, arbeitet. Die BGA arbeitet. So, wie sieht's da hinten aus? Wuppt er oder wuppt er nicht? So, machen wir da ein Thumbnail. Ja, ist ein bisschen dunkel, ne? Zack. So, dann schauen wir mal. Okay, ist fast voll und da hinten sieht so aus, er arbeitet. Sehr schön. Das funktioniert. Yep. Ja, das heißt, dann tun wir das nächste Mal hier das Ding noch ein bisschen nach hinten fahren. Das heißt, wir könnten den jetzt, glaube ich, auch ausschalten erstmal. Na. So. Die Hilfe erstmal wieder ein. Förderband abschalten. Okay. Weil kostet ja sonst nur Geld. Ja. So, die BGA ist voll. Das heißt, ich kann jetzt hier gar nichts abladen. Das bringt gar nichts. Und, aber ihr seht schon, so kriegen wir jetzt hier unsere Produktion, unsere Strom-, Wärme-, Gasproduktion jetzt hier zum Laufen. Jo, hier läuft es. Silage 55.000. Ach, die springen nicht rein. Okay, dann können wir ja trotzdem abladen, oder? Wunderbar, das klappt, das funktioniert. Und mit diesen Bildern, denke ich, haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben das Thema Ballen endlich, Baumwollballen, Baumwollernte haben wir abgearbeitet. Und wir kriegen endlich unsere Silage in die BGA, sodass wir Kohle machen, sind jetzt bei 118.000. Und wenn wir die Ernte dann noch verkaufen, ich denke, dann kommt wieder richtig Geld zusammen. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen einen Kredit, den wir abzahlen müssen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich sehr optimistisch für die Zukunft, dass wir hier auf unserem Hof jetzt weiterkommen. Ich sage recht herzlichen Dank. Es bleibt also spannend hier auf Neubrabbelshagen in unserem Big Farm Projekt. Es geht vorwärts und das freut mich. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da und denkt an das Abo, wenn ihr gerne auch weiterhin keine Folge mehr verpassen wollt hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.